Hallihallo und herzlich willkommen im Kompetenzzentrum der Kinologie mit Kasimir vom Eulengrund, Konrad vom Entenstrich, den beiden Weimaraner Vorstehhunden und der kleinen Elfe vom Mörbitzgrund, der Jagdterrierhündin und meiner Wenigkeit Uli Bertschi. Heute möchte ich wieder einmal so ein bisschen im Vergangenheitskästchen wühlen und euch eine kleine Fährtenarbeit mit Konrad vom Entenstrich vorführen. Viel Spaß! Wie wir das schon gewohnt sind, gibt es ein kleines Ritual mit Riemen anziehen, Halsung anziehen. Den Anschuss angucken, das ist eine kleine Fährte mit dem Fährtenschub repariert. Der Hund wird angesetzt, das Ziel ist Nase tief, langsam laufen. So bringt das einem auch in der Praxis was und es sind immer wieder abschnittweise kleine Verweiserstücke, präpariert in Dosen, sodass er sich nicht selber bedienen kann, die er zeigen darf, indem er sich hinlegt und das Futter daraus kriegt. So hat die Fährte selber ganz viele Abschnitte, die wieder für Motivation sorgen. Und man hat eigentlich zwei Fliegen auf einen Streich. Wenn er das Futter gekriegt hat, läuft er selbstständig wieder weiter, sucht mit tiefer Nase, wie man das hier eindrücklich sieht, bis er wieder zum nächsten Verweiserpunkt kommt, welcher er mit kurzem Hinlegen anzeigt und für das natürlich sofort wieder belohnt wird aus der Dose. Wie wir das schon kennen, ist unser Ziel nicht die Länge, sondern die Fleißigkeit, also die Kadenz, wie man so Fährten erarbeitet und darin natürlich die Präzision, die Geschwindigkeit, der Naseneinsatz und am Schluss muss es einfach wirklich ein Riesenfest geben mit der besten Mahlzeit, die man sich überhaupt vorstellen kann, die verschlossen in einer Futterdose ist, so dass man den Hund belohnen kann und wir, in Anführungsstrichen, der Dosenöffner sind. Und anschließend darf man natürlich auch mit einem Kong oder Ball spielen, so dass der Hund einfach wirklich Spaß hat und sich ganz gerne an die nächste auf die nächste Fährte freut und sich an die letzte erinnern kann, dass das cool war. Hat man vielleicht Probleme, dass der Hund zu schnell läuft oder unkonzentriert oder die Nase hoch, dann empfehle ich euch, wieder auf eine Futterfährte zurückzugehen. Wir haben das mit Elfe vom Mörbitzgrund im Pfertenaufbau in einem Filmchen schon mal gezeigt. Wir verlinken das euch, so dass ihr das wieder mal angucken könnt. Und so wünschen wir euch natürlich ganz, ganz viel Spaß beim Umsetzen und alles Gute, toi, toi, toi. Tschüssi!